Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS2 hier auf meinem Kanal und zwar auf der Map Heilbronn bei brüllender Hitze draußen. Ja, was will man machen? So, Balkontür ist offen, deswegen hört ihr die Flieger fliegen. Ich habe einen neuen Auftrag angenommen. Ich habe meine Mods reingespielt und wir wollen mal gucken, ob die funktionieren. So, jetzt wollen wir uns mal eben ganz kurz hier rausbewegen. Schuhe an. Deswegen ist das ein bisschen schwierig gerade. Alter, ich dachte, der nagelt hier durch. Ja, gucken wir mal. Die Jessica Traffic Packs und so weiter sind installiert und wir wollen mal schauen. Du stehst hier echt günstig, mein Freund, weißt du das? Hier mal ein bisschen weiter ausholen, sonst haben wir hier ein Problem. Nämlich, dass wir den Trailer kaputt fahren. So, dann wollen wir mal gucken, ob diese Mods hier drin sind. Und wir fahren jetzt, ich habe keine Ahnung, 29 Kilometer. Warum ist nicht die Welt? Schön alles zu ihr parkt. Gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Nee, draußen, das ist echt nicht mehr schön. Ich kann diese Hitze nicht ab. Sind dann immer begleitet von Kopfschmerzen, keine Ahnung. Und es war ekelhaft. Ekelhaft. Halten uns mal an die Regeln, wa? Ah, Kollege, da wären wir uns schon einig, wa? Versuchen die denn hier? So. Bin echt gespannt, ob die Packs hier greifen oder nicht. Also zumindest habe ich ein bisschen Lack. Also irgendwas scheint er zu laden. Wir dürfen hier 80 in der Innenstadt fahren. Das halte ich für ein Gerücht, liebes Navi. Ich muss einmal sehen, dass ich meine Schuhe ganz kurz ausziehe. Kann ich besser fahren. So. Schönes Café, aber noch leer, Mensch, wie kommt's? 11:33 Uhr am Montag. Oh Gott, nicht. Die meisten arbeiten. Da sitzen noch welche. Haben alle das gleiche an, irgendwie zwei Schützen für einen oder so. Beim Kaffee trinken. Wir haben zwei das gleiche Haus gebaut, auch nicht schlecht. Oh, da steht 50, jetzt hat das raus. Dann war das wohl ein Map-Fehler, war. Lass mal runter auf. LKW auf Landstraßen darf nur 60, das wusste ich allerdings auch nicht.
Dachte immer, die dürften dort genauso 80 wie auf der Autobahn, aber weit gefehlt. Ja, hier bei uns letzten Start, das habe ich nicht gefilmt. Da war auch ein Sattelzug. Und der stand dann hier auf der Kreuzung, wollte links, also eine T-Kreuzung ist das, wollte links rum. Jetzt musst du dir vorstellen, das ist eine schmale Straße. Links und rechts parken Autos. Das heißt, Begegnungsverkehr von Pkw ist hier schon nicht möglich. Das heißt, er hascht dann, wenn dir einer entgegenkommt, jemand irgendwie immer eine Lücke, dass man sich so aneinander vorbeischlängelt. So. Jedenfalls alles zugeparkt soweit. Der gute Mann kam hier aus einer Seitenstraße, aus dem Kreisel, da war ja bis dahin noch alles okay. Und wollte dann hier links rum. Ich habe gedacht, da kommst du nie rum, da fährst du dich fest oder wie auch immer, oder hatte sich schon festgefahren oder weiß der Teufel. Der Mann hat es gemeistert, ohne irgendwelche LKWs, PKWs hinter sich herzuziehen. Will ja schon was heißen. So, wir haben jetzt die Temperatur, wollte ich gerade sagen, die Geschwindigkeit um 4 km/h überzogen. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Dann sind wir auch schon in Eilhofen. Ich werde das blöde Gefühl nicht los, dass wir auch von diesen 25 Kilometern 2 Folgen machen müssen. Lidl. Dann geh doch so netto. Oh, das ist ja ein Lidl. Das ist kein Netto. So schön gestaltet, so realistisch finde ich auch, aber es hängt, ich habe so ein Kaugummi-Leck. Also erster Eindruck ist, warum pflanzt man mitten auf der Straße eine Hecke? Und mein erster Eindruck so ist, dass er die Jessicat-Mods nicht geladen hat auf diese Map, von daher kann ich die theoretisch auch wieder rausnehmen. Alter, jetzt muss ich das Gaspedal ganz durchdrehen, damit er vorwärts kommt. Doch, hier sind doch, guck mal da. Milka, ja, jetzt hat er sie geladen. Jetzt kommen auch die Busse und der restliche AI, was ihr noch vermisst, die Motorräder. Ich kann euch übrigens nicht sagen, ob ich die F oder die andere Datei reingepackt habe. So, Weinsberg. Hier fahren wir dann links. Das ist schön gemacht. Das gefällt mir. Styropor. Für links gilt offensichtlich dann die andere Ampel, ne? Ist ein bisschen falsch gemacht. Erstens steht sie falsch, ich weiß nicht, ob das da in Heilbronn wirklich so ist. Und zweitens müssten wären dort eigentlich dann Pfeile drauf, beziehungsweise die geht dann von der anderen Seite. Das ist so nicht korrekt. Und hier nämlich gerade Ausverkehr haben, die fahren nämlich trotzdem rein. Die müssten schon wieder rot haben. Also es ist ein gravierender Fehler. Ich glaube, die Ampel für diese Fahrtrichtung würde niemals auf der anderen Straßenseite stehen. Weil da gehört sie nicht hin. Es
sollte das dort in der Ecke wirklich so sein, dann bitte mal ein Foto. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Meistens hast du nämlich auch noch einen grünen Pfeil dann in die Richtung extra. Und wie gesagt, die hängen an den anderen eigentlich mit dran und stehen nicht mehr auf der Gegend. Da hinten haben sie auch schon wieder so einen Rufen gemacht. Das ist so meines Wissens nicht richtig. Hier, so wie es rechts ist. So kenne ich's. Da. Die. Das ist richtig. Alles andere halte ich für ein Gerücht, muss ich sagen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn es so ist, Link in die Videobeschreibung. Ich packe dann Link in die Kommentare und dann gucke ich mir das mal an. Ist mir in Real noch nie so, zumindest ist nicht bewusst, untergekommen. Ah, Kollege, wir sind aber auch ganz schön mutig, wa? THW auch unterwegs, aha. Ich hätte jetzt gerne gehupt, aber ich war, ja, ich habe meinen Knopf nicht gefunden. Und guck mal unten auf den Kanister, ich bin heute durcheinander, dass man foliert sind. Guck mal unten auf den Tacho, beziehungsweise auf das Navi. Es sind immer noch 23 Kilometer. Also wir haben da ein bisschen was vor uns noch. Ob man jetzt die Bremse und Gaspedal so direkt durchtreten kann, hatte ich in den Kommentaren zum Lenkrad gesehen, was dann einige stört, weil man es angeblich nicht steuern kann. Das ist eigentlich irrelevant. Also selbst wenn du auf einer Computertastatur das Gaspedal komplett durchdrückst, fährst du nicht sofort die volle Geschwindigkeit. Das wird nämlich irgendwo dann vom Spiel ganz passend geregelt. Das wäre mir neu, dass du wirklich aufs Gaspedal trittst und dann ist dein LKW unter ferner Liefen mit Höchstgeschwindigkeit. Also ich kann jetzt nicht meckern, dass ich mit dem Drift-OZ irgendwie nicht regeln kann oder sowas. Das ist, läuft alles übers Spiel, mehr oder weniger. Und ich kann auch nicht sagen, weil ich nicht reingeguckt habe, was da für eine Tastenmechanik hat, ob der jetzt tatsächlich eben nur die beiden Schaltzustände kommt, kennt 1 und 1 oder ob das auch irgendwie über Movies gewickelt ist, das weiß ich leider nicht. Vielleicht das Einzige ist halt das Poti fürs Lenkrad, das müsste ich vielleicht mal gegen was Besseres nutzen. So. Was mir hier auf der Autobahn auffällt, ist, dass es relativ wenig KI-Verkehr ist. Und dafür, dass man hier so eine Betonpiste durch den Wald gezogen hat, ist das ein bisschen mager, finde ich. Vor allem für den Montag. Müsste man vielleicht einen Traffic Mod mit dazu schalten. So. Ja, und dann würde ich sagen, wir steuern dann so langsam, aber sicher mal packen an. Denn die kompletten 23 Kilometer werden wir heute mit Sicherheit nicht schaffen. Baustelle.
kannst hier förmlich die Sommersonne spüren, wie sie auf den Asphalt brennt. Und hier ist ja kein Baum, hier ist ja gar nichts. Hier ist ja wirklich pralle Sonne, hier gehst du kaputt. Alles schön gemacht, das gefällt mir. Da wäre ihr Parkplatz gewesen. Das ist jetzt blöd für mich. Den habe ich glatt übersehen. Nimm mal den nächsten, macht ja nichts. So, wie dem auch sei, wenn euch dieses Video Spaß gemacht hat, und auch nur ein kleines bisschen, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht den Daumen runter. YouTube interessiert es nicht, da zählt nur die Aktion. Des Weiteren freue ich mich natürlich über neue Abos. Abos sind für euch kostenlos. Was ist denn das da für ein Kernkraftbunker? Abos sind für euch kostenlos, wenn ihr zusätzlich auf die Glocke klickt, dann erfahrt ihr auch, wenn es was Neues gibt. Und Abos sind im Übrigen kostenfrei. Heilbronn heißt diese Map nicht so, wird ja Zeit, dass wir da eigentlich mal hinkommen. Zu einer dicken Feldenbrücke, sind ein bisschen schnell unterwegs. Alter, hier hätte ich echt Bedenken, dass das Ding zu tief ist. Ich habe jetzt schon das Gefühl, der schrappt über den, über das Auto. Und Achtung. Wir brauchen einen Parkplatz, Parkplatz, immer noch. Aber bis jetzt liegen wir noch in der Zeit, ist schon alles okay. Wir haben, glaube ich, mit 25 oder 26 Kilometer sind wir angefangen. Wir haben jetzt gerade mal so um die 10 Kilometer geschafft. Berühmt ist das nicht, ne? Fahrradweg neben der Autobahn, da drüben wird geteert. Was benutzt man heutzutage noch? Teer? Mein Opa, der war damals beim Straßenbau. Hat sich dann immer geärgert, wenn sie kurz vor Feierabend dann noch eine Ladung Teer bekam. Die sie dann natürlich noch fertig machen mussten. Konnte sie ja nicht stehen lassen bis zum nächsten Tag. So, gibt es hier vielleicht irgendwo einen einsamen Waldparkplatz? Da drüben ist auch schon wieder Industrie, man kann es riechen. Na, den nehmen wir doch. Oh, es scheint sehr voll zu sein. Die stehen schon hier in der Auffahrt. Alter Falter. Wo sollen wir denn hier noch rein? Hier kommen wir so wahrscheinlich gar nicht unter, oder? Ohne zurücksetzen. Nee, das wird wohl nicht.
Warum stellst du dich da jetzt so dämlich hin, du Affe? Rückwärts einparken mit dem LKW, er hat mit dem Auto schon hier. Alter, habe ich geschwitzt. Okay, in diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr morgen früh wieder mit dabei seid und wir sehen uns dann wieder in einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2 auf der Map Heilbronn. Ja, wir stehen nicht ganz perfekt, aber so kann man bleiben. Bis dann. Ciao, ciao.